Wer ist denn Drayson? Der war davor bei Gamma Legion. Der war davor bei Gamma Legion der einzig gute Spieler. Und jetzt bei Austin Force ist er komplett im Off-Poppen. Der ist echt insane. Hm, der ist in seinem letzten Game 1-11 Räder gegangen. Aber Austin Force ist doch die größte Überraschung der Prime League, oder nicht? Ja, schon. Und dass Big so schlecht ist, ist auch eine Überraschung, ne? No? Ja, das war nicht in Prime League, das war in Diamond 1 Solo-Queue. Was? Wie kann das passieren? Ja, aber nur, also, Solo-Queue ist also gefühlt sehr weit weg von Competitive, ne? No? Ja, natürlich. So. Ah, jetzt weiß ich, wo diese Memes herkommen. Das sind ja 4 Polen und ein Bulgare. Ja, ja, das ist das voll polnische Team. Lol. Austin Force. Also, nee, nicht voll polnisch, ja. Ich sehe nach Russland irgendwie so ein bisschen deutsch sein. Die, wenn die alle. Nicht mehr, glaube ich. Ist nicht Kamel. Nee, Kamel ist langweilig. Der Chaplin ist fucking dead ohne Wände. Obwohl Miki sie jetzt wieder Support spielt. Die ist auf Support, ist sie sehr Support. Die ist Support sehr gut tatsächlich. Ja. Toppen ist sie fucking bad. Also, wenn du jetzt AD Nidalee pickst, dann dodge ich. Hä, wieso? Ich hab dein Video gesehen und da stand fett drüber: Broken Toplane Nidalee. Ja, dann gehe ich auf deine History. Es ist auf dem Smurf, einziger Champ unter 50% Winrate. Das ist du hast so hart nachgeguckt. Du bist ein Fan, ich hab, actually nachgeguckt. Ich musste im ABZ Nidalee spielen, gucke ich nach. Broken Toplane Nidalee, spiele ich das jetzt? Und also, einser KDA unter 50%. Komm, mal, lock mal ein jetzt, Freddy. Auch mal jetzt hier nicht mehr so viel reden, aber mal einloggen, die Katze, okay? Oh rein. Gott. Wir werden sowas von wieder 1-1 gehen. Einfach mal die Katze einloggen. Oh nein. Ey, die Nidalee. Was ist das denn für ein Draft? Wer hat euch denn ins Hirn geschissen? Ich mach 60-40 trotzdem Damage, okay? Wie machst du das jetzt wieder gut? Wieso muss ich jetzt den gut machen? Unser bester CC ist der E-Slow von Zed. Vergiss nicht den W-Root von mir, hallo. Oh ja, Entschuldigung. Ist aber schon schwer, ne? Also wenn ich Webber habe, mein Autotext-Brücki. Ganz gefährlich. Mhm. Vielleicht Deep Arguin, ja? Ist das okay für dich? Ja, du kannst machen, was auch immer du möchtest. Ich kann nicht mitspielen, bis ich Level 6 bin. Wir spielen hyper-aggressive und wenn wir dabei sterben, dann blamen wir einfach Tolkien. Okay. Einfach Tolkien. Oh mein Gott, wir haben nicht ein TP. Ah, wir haben ein TP. Okay, nice. Oh mein Gott, was ist das? Let me cook. Was ist das? Du bist gleich runtergerannt. Nein, warum? Wir sollen nämlich catchen. Ich kann rauswählen. Und Cassante kann. Achso, ja, I guess. Mhm. Sie gehören nicht zu. Ich bin OP. Ich fuck den ab beim Rap-Buff. Ja, da ist er. Tatsächlich, warum machen wir das nicht zusammen, actually? Ja, ich weiß nicht, was du da machst. Du bist Level 1 kein Champion. Actually bin ich Level 1 Champion. Der hat Toplane angefreezed, ne? Das Mutter machen? Keine Lust mehr. Siehst du? Nice. Okay. Hast du doch deine Mutter. Oh, das drei. Also war das World für dich niemals, oder? Ja, für mich ist es nicht so gut, aber guck mal, ich hab. Für mich ist es nicht so gut. Ich hab 2 Medien verloren. Ist okay. Na gut, na gut. Ja, für dich ist doch mega Web, oder nicht? Siehst du? Also, ich kann es halt leider noch nicht ab ausnutzen. Nocturne tot. So, der ist da dran. Wir haben eine richtig geil gestackte Web. Ich hab jetzt gleich sehr viel Zeit. Mhm, du hast sehr viel Zeit, ja. Tut mir schon ein bisschen leid, der Typ. Mir nicht. Jetzt bei dir die Katze. Ich finde das selten. Wie, du hast dieselben Logik wie bei Nidalee. Wir haben früher mal jemanden gehabt, der hieß Pio. Der hat nur Champions gespielt, die Katzen waren. Der hat ungefähr genauso gute Argumentationen gehabt wie du. Aber guck doch, ich habe das ganze Game gecarried mit dem Evade. Also, tatsächlich hat der also, gerade Jungle auf jeden Fall gehart geworden. Ja, also das ist nicht schlecht. Schon sehr hart. Aber wir pushen noch die nächste Wave, habe ich gerade beschlossen. Ja, ist okay. Wer 1000-mal in Eldring schwirbt, kann auch 2-mal in League sterben. Nahm ja keinen Flash, hey, wenn die hier fällt. Du musst direkt zu mir laufen, ne? Ja, ich bin on the way, Daddy. Ich krieg davon auch Level 6 und wir können danach fighten, aber wir müssen zuerst den Dragon nehmen. Die Vayne kommt. Ja, ich move auch. Wie gesagt, ich krieg davon Level 6 und die kommen beide. Knock top. Nice. Können wir spielen, ja. Ori kommt, keine Ult. Die Nami hat keinen Flash, by the way, wenn ihr die auch noch seht. Bottlane Wave, ne? Ich muss mich. Aber ich hier vielleicht? Die Arme. Anfängerfehler. Die Arme, kein Flash, Nami. Maybe läuft hier sogar die Nami nochmal lang. Nee, die ist mir da. Das ist ein Support-Lift. Nice, good job. Shit. Wird einfach hinter dem gewartet. Wer macht denn sowas? Der Nocturn ist bald Level 6. Mann, ich weiß nicht genau wann. Vielleicht. Er pusht hier alleine raus. Smite den kennen. Und die Wave ist nicht rausgepusht. Oh Mann. Die arme Orianna.
Das ist auch ein Portsman, aber ich glaube, wir diven einfach, oder? Ich kann auch Aro tanken und dann außen stehen, weil sie wie Damage du hast. Ich habe schon guten Schaden. Ori missing, Botside gehovert, Vorsicht, Botside. Ja, wir respekt nicht mehr, wir sterben einfach sonst, oder, Brücki? Ich hätte auch Bock drauf, ja. Ja. Ist wieder Mitte auch. Same Page. Ori ist auch ist schon Board. Sehr deep, Kani. Kani? Du fährst sogar nach vorne. Ja. Alpha? Ich weiß es mehr. Auch nicht. Aber du hast durchgezogen. Ey, Brücki, willst du stayen? Ich kann nicht runterpoken. Ich kann stayen. Klar. Sind hier Wards? Weiß ich nicht. Tendenziell nein. Kannst du die? Weil sie von mir nicht disengaged sind. Ich ulte. Ihr geilen Schweinchen. Hab nicht mal gepokt. Kannst du den Nocturne nerven gehen? Die schaffst du nicht, aber den Nocturne kannst du, glaube ich, nerven. Ja. Jetzt hat er noch ult, ne? Aufgepasst. Kann ist dead. Ich glaube, es ist kein guter keine. Wenn ich eh, dann kann ich wen. Oh, der hat noch ult überleben Oh shit. Das aber gar nicht gut. Muss der AP Shyvana auch beim ZBSA machen? Und ich dachte, die wäre voll broken, weil ich deinen Stream geguckt habe. Dann habe ich die gespielt. Die hat irgendwie 46% Winrate oder so, ne? Das war gar nicht so einfach. Zu spielen. Ja, die ist gefühlt gar nicht so einfach, ne? Du darfst ja halt, also du darfst halt ohne Form, darfst du eigentlich einfach nichts machen. Ich bin ja gerade auch gestorben, weil ich einfach ohne Form versucht habe zu fighten. Man baitet sich immer selbst. Alles angespannt. Junge, das muss schon Laune machen. Nice. Job top. Schade. Wow. Gutes Kätzchen. Ich hatte gerade erst Flash ready. Das ist echt enttäuschend. Wir spielen seit 4 Monaten mal wieder zusammen und Tolkien trollt direkt. Alle geben sich hier Mühe und dann so eine Scheiße. Ja, das ja, ist also, ein frischer Account, ich habe keinen zweiten. Lacher, muss ich sagen. Das ist ja, ein Lacher. Ich bin Support-Main, ich bin inflated und handicapped, jetzt lass mich in Ruhe. Ja, also das, ich weiß nicht, ob das dann auch gültig ist. Ich habe hier den Lockdown, weil du musst es eigentlich erst hochspielen auf Master MMR und dann darfst du. Und dann wird's auch spaßig. Komm mit reingerotiert. Die Katze. Boah, ich hau die Uri mit dem Herald. Super enttäuschender Damage, oder nicht? Vom Speer? Ja. Ich bin AD. Ich hab die alle genockt. Hat die wie ein enttäuschender Damage, ich bin AD. Wait, da kam ja gar keine Ult. Ja, die wurden genockt. Also wir haben... Ich hab das leider nicht gesehen. Nein, ich meine, von der Orianna kam keine Ult auf die Nocturne. Ja, so wie Argorin gelacht hat, hat er die, glaube ich, gerade ziemlich gehopst. Ja, ich aber ich weiß nicht, was genau passiert ist. Aber das klang nach so einem klassischen Argorin-Hopsungslacher. Was ist denn hier mit dem Tiertor Mitte? Ist das unser? Könnt ihr vielleicht tauchen, oder? Nee, ob ich kacke bin, habe ich gefragt. Der Gesandte hat keine Ult, kein Ghost. Ich kann den executen hier. Ich bin auch gleich da. Ja. Lol. Noch eine E? Okay. Jeez, denn die Lily Damage gar nicht bad. Ja, es ist ein guter Playstyle. Ich no joke. Das ist sogar AD. Ja, ja. Warte, du bist AD und machst so viel Schaden. Ja, das dachte ich ihm auch. Ja. Das ist ja sogar sehr viel Armor. Aber das macht Magic Damage. Ja, es war 60-40 Magic Damage, der Playstyle. Ja, die machen vielleicht Drake hier, ne? Die machen mich gerade. Meinte Freddy. Du bist ein Drache, ja. Wait, ich glaube nicht, aber. Wir finden so macht. Klar. Ist ein Rausgang. Machen. Gefühlt können wir die einfach überrennen jetzt gerade, oder nicht? Ich glaube, wir brauchen nur einen Cannon. Wir haben runter. 6 Türme in 17 Minuten. Wir sind schon gut dabei, glaube ich. Unsere Botlane ist so stark, Argorin. Wir haben Nidalee top, das heißt, wir haben immer einen Schwachpunkt, aber ansonsten. Ich würde so lachen, wenn ich am Ende auch Damage habe. Ich glaube, hast du. Ich habe gar nichts gemacht. Bis wieder gut. Bist du? Na! Ich habe auch nicht so viel Damage gemacht. Die haben sogar TP. Die Gegner haben einfach alle Sachen auf Mitte geworfen und gesagt, wir haben Feuer gemacht. Das ist einfach so geil. Der Gesandte hat sogar. Was ist hier mit dieser komischen Ori? Ja, ja. Hat er dich gesehen? Nee. Du bist so sneaky mit deinem Drachen. Ich hab eine Sekunde gehabt. Ich hier den Nami. Das ist ja auch zu frech, Mann. Ich hab noch eine E. Alles so. Weil ich den dir gelassen hab. Nein! Dankeschön. Oh?
Can ignite, Nidalee can't win. Ist sehr stark. Das ist echt krass. Wow, wow, wow. Oh, ich wurde einen Turm geholt, hatte keinen Ignite. Das ist das Problem, ist kein Ignite im Competitive auf der Top Lane. Da machst du nicht. Aber sonst haltet es nicht killen. Gehen wir doch noch, oder? Mal bet. Ist nicht Nidalees Fehler? Ist mein Fehler. Habt ihr gehört? Wait, wollen wir Action einfach Mitte auf. Ah, oh, sie unten. Ich glaube, der Fight kommt schon so schnell, als er wollte. Er wird überlebt. Oh! Okay. Oh, nur Flash. Okay, ist tot. Einmal. Oh nein! Tot. Wait, aber Luke, wenn die Nash kriegen mit Vayne? Oh, Leute. Oh mein. Okay. Ja, wir sind gut zu go, wir sind gut zu go. Alles cool. Ja, ich hab beide Carries. Easy peasy. Also, kann die Base. Halt sie warm, halt sie warm, halt sie warm, halt sie warm. In Nocker kannst du easy one one. Kannst du um. Also, Karma wird auch gar nicht so schlecht, wenn Karni sie spielt, muss ich sagen. In Mitte. Death shall be my weapon. Noction hier bei uns. More. In unserer Topzeit. Komm einfach zu uns. Die Ori hat gerade einen Mana. Wollen wir hier Mitte ulten? Einmal? Ja, oder? Fisch? Junge. Gehittet? Die sind low. Knock schon von hinten. Knock kein Flash. Okay, now we ended. Mitte brauchen die Wave, wir brauchen die Wave. Das andere Brock sieht hier. Elder? A Dragon? Jagd oder? Ihn, jagt ihn, jagt ihn. Oder Nash, ist die Frage. Die Schütze. Oh. Knock bei mir, look. Kann man noch spielen? Ja, Knock ist besser. Knock ist besser, da kriegen wir Nash. Ja, ich komme für den heißen. Der ist lange heiß, ne? Der ist lange heiß. Ja, der ist heiß. In welche Richtung ist der heiß? Tot, links, rechts? Oh, der ist bei dir heiß. Okay, machen wir Nash. Hätten wir nicht Seele und Nash haben können, wenn wir den nicht chasen? Ja, nein, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir können trotzdem noch Seele und Nash haben, ne? Warum nicht? Freddy und ich können Seele machen. Weihnachten. In welche Richtung ist der heiß? Wir sind da, Leute. Wir sind da. Bitte Ben, ich hab so viel Gold. Okay, das darfst du. Ah, wir haben alle Gold. Wir sind da drin. Oh my goodness. Warum wussten wir das alle? Wollen wir den Drang schnell machen? Während die jetzt wird gekämpft hier. Oh, ich hab gemisst, nicht gut. Oh, die Shockwave. Oh, oh. Alle eine Nocturne ist noch in Base, ihr könnt einfach Dragon machen, ne? Wir müssen den gesamten Weg killen. Nocturne ist gesniped. Nicht tot! Ach, ich wollte schon sagen. Das ist mir das so Arsch, warum nimmst du die Pflanzen? Du bist voll HP. Keine Ahnung, ich krieg Dingens. Ach, ich Mann. Passive Dingens. Und ich hab wieder. Shit, die okay, Feuer. Das ist ein Argument. Gegen 3, 6, ich hab den heiß, ich hab ihn heiß! Halt den warm. Halt den warm. Speer kommt. Oh. Ja, nicht reich weiter, ja. Also, guck mal, der gefährliche Crit-Auto-Attack hier. Komm her. Ich kann mich hochsecken am Tür und dann können wir das nochmal. Und es ist die erste 2-0-Wache für LNO. Töte ihn. Vielleicht steigen wir nicht ab. Finish doch einfach Extendix. Nein, töte ihn. Ich lass Zeugen sterben. Ich hab schon abmoderiert. Ich mach nur Spaß. Ich werd nicht gestorben, ich hätte das geil geprockt. Ich hätte überlebt. Okay, ja dann. Der hätte das auch gespielt. Du hättest ihm noch ein bisschen Zeit geben sollen. Ja, wirklich. Schaltet auch nächstes Jahr wieder ein, wenn wir alle 5 wieder zusammen spielen. Oh, wir haben eine 2-0-Woche, wie geil ist das? B1, Chat, B1! Let's go! Big. Ich war gefühlt überhaupt nicht im Spiel beteiligt. Ich bin 3-6. Keine Ahnung, der Drache ist erwacht und dann war nicht mehr viel da von den Gegnern. Ich habe einen Wayplay gemacht und danach war der Drache fertig mit dem Game.